Zeit für Sprechplanet. Mit Julian Schlichting. Ja, meine Lieben, herzlich willkommen zum Sprechplanet im November 2020. Und heute haben wir einen ganz, ganz, ganz tollen Gast. Wir hatten dieses Jahr sowieso sehr viel Glück. Sehr viel Glück. Ein weiterer A-Promi, Sky Dumont. Herzlich willkommen bei uns im Alsterfilmstudio. Vielen Dank, ich freue mich. Eine Sache würde ich gerne wissen, ob das stimmt. Du wärst fast James Bond geworden. Ist das richtig? Ja. Also du hattest quasi schon die Option oder den Vertrag oder warst schon in Warteposition darauf? Es hat was mit Gerd Fröbe zu tun. Es war so, dass ich war in London, weil meine Mutter lebte ja in London und meine Agentin, früher war meine Agentin Steffi Jovanovic. Das wird dir nichts mehr sagen. Nee. Bei Steffi Jovanovic waren Lili Palmer, Klaus Kinski, Gerd Fröbe, Kurt Jürgens. Alle haben wir was. Alle Stars, die es gab. Ja. Und dass die mich nahmen, war sowieso ein Wunder. Die war in London und rief mich an und gesagt, du, ich bin gerade in London, Sky, ich bin gerade bei der Cubby Broccoli, das ist ja der Produzent. Ich habe die Fotos vergessen vom Gerd Fröbe. Kannst du die in meinem Hotel holen und bitte ganz, ganz schnell zu mir bringen, wo ich gerade bin. Ich fuhr natürlich mit meinem Mini los und brachte ihr die Fotos und gab sie ihr und fuhr dann wieder nach Hause. Also ich wohnte bei meiner Mutter. Ja. Und sie rief mich dann an am Abend und hat gesagt, ich möchte gerne, dass du zu mir ins Hotel kommst. Ach, vergiss ich auch nie. Ich habe für dich zwei Dinge. Ja. Ich ging also dahin und sie legte mir zwei Kuverts hin. Da waren zwei Optionsverträge drin. Der eine war für Hammer Film. Mhm. Sagt dir nichts, gell? Nee, sagt mir gar nichts. Dracula. Ach so, okay. Mhm. Du weißt, wer Dracula gespielt hat damals, nicht? Aber sowas bin ich sehr schlecht. Sehr schlecht. Ja, mir fällt der Name nicht ein. Gut, dann bin ich beruhigt. Ich sollte der Nachfolger werden und sie bieten mir drei Filme an. Also das war schon konkret, hätte ich unterschreiben können. Ich will die Summen jetzt nicht sagen, weil die Summen sind erschreckend hoch. Aber das lag quasi, du hattest die Auswahl, oder du nimmst einen anderen Umschlag? Und das andere war ein Optionsvertrag für den nächsten James Bond. Ich würde im Monat Geld bekommen, auch das war eine ziemlich gute Geschichte. Ich müsste mir meine Augenbrauen innen, die gingen bei mir durch, müsste ich mir auszupfen und ich müsste Karate lernen. Mhm. Und da habe ich natürlich mich für James Bond entschieden, weil ich gedacht habe, vielleicht werde ich James Bond. Und habe diese andere Geschichte abgesagt. Weil ich mir gedacht habe, wenn ich einmal Dracula bin. Na, wer heißt der denn? Das gibt's doch nicht. Na gut, egal. Werden wir einblenden. Genau. Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe gesagt, wenn ich einmal Dracula spiele, spiele ich die nächsten 20 Jahre nur Dracula. Das möchte ich mehr sehen. Hätte bei James Bond wäre es ja auch möglich. Ja, aber James Bond war schon was anderes. Das stimmt natürlich, klar. War schon was anderes. Ich meine, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe dann Karate gelernt und saß dann in London rum und bekam viel Geld fürs Nichtstun. Es wurde dann nichts, weil sie hatten damals die Lee Remick engagiert. Die war damals, glaube ich, so 35 und ich war 23 oder was. Viel zu jung für James Bond. Mm. Und ich nehme an, sie hatten einige unter Options. Das kann sein. Ich war bestimmt nicht der Einzige. War dann George Lazenby gewesen. Genau. Ne? Ja, aber interessant. Ne? Aber da bin ich froh, dass das nichts geworden ist. Das mag man mir nicht glauben, aber ich glaube, wenn ich mit 23 oder wie, ich weiß nicht mehr genau, wie alt ich war, James Bond geworden wäre, das wäre mir zum Kopf geschieden. Mm. Da war ich zu jung, um so einen Erfolg und so eine Rolle wegzustecken und so viel Geld und so viel Aufmerksamkeit. Ich glaube nicht, gut, dass das gut für einen Charakter ist. Mhm. Ich glaube, den Weg, den ich so gegangen bin in Deutschland, nach oben buckeln und nicht gebuckelt habe ich nie, aber es war schon, das hat meinem Charakter gut getan. Wirst du eigentlich für aktuelle Rollen auch noch gecastet oder schon seit Jahrzehnten nicht mehr? Ich caste nicht mehr. Ah, okay. Also du wirst direkt gebucht. Da kriegt jetzt meine Agentur sofort wieder einen Kollaps. Wieso? Aber ja, weil es ist üblich, dass heute gecastet wird, aber das mache ich nicht mehr. Aha. Nee. Du warst ja auch eine Zeit lang in den USA. Ja. Und ich meine, jetzt auch letzte Woche schon mal was gehört zu haben, wo du gesagt hast, naja, also du bist zurückgekommen nach Deutschland, weil die Arbeitsweise oder die, die ganze Attitüde der Schauspieler in den USA nicht so deine ist. Ja. Kannst du das ein bisschen konkretisieren? Das kann ich dir sagen. Warum bin ich nach Amerika gegangen? Ich spielte den Stauffenberg in einer amerikanischen Produktion, die sehr erfolgreich war. Golden Globe haben wir gewonnen damals für diese eine Folge. Und das haben die da drüben gesehen. Und ich bekam Angebote. Und das eine Angebot war von ABC, ist ja nun einer der größten Sender überhaupt.
Und ich lebte damals gerade in Scheidung und das bot sich an, dass das eigentlich eine gute Sache wäre, um ein neues Leben zu beginnen. Das stimmt. Das ist der perfekte Start. Ja. Und da bin ich rübergefahren, war schon mit einer anderen Frau zusammen und ich glaube, wir waren auch schon verheiratet. Mhm. Und ich habe mir da eine Wohnung gemietet und fing an, dort zu arbeiten. Und das war eine Soap, wobei Soap damals in Amerika einen ganz anderen Stellenwert hatte. Es war General Hospital. Ja. Und aus General Hospital kamen ja sehr viele, Elizabeth Taylor und Brad Pitt und alle großartige. Ist auch ein Begriff. Ja, ja. Und das war damals Prime Time. Und das war aber natürlich eine unfassbare Arbeit, weil du jeden Tag eine ganze Folge gedreht hast, die dann, glaube ich, 50 Minuten dauerte. Mhm. Und dann begannen morgens die Proben um 6:30 und ab 9 wurde gedreht. Und erstens mal die Belastung, ich kann zwar Englisch, ich bin zweisprachig aufgewachsen, aber meine Muttersprache, in der ich träume, sagt man ja, ja, ist Deutsch. Ja. Und da hatte ich dann vor meiner Tür lagen dann 5 Drehbücher. So. Und ich spielte dann eine Hauptrolle. Das war eine unglaubliche Belastung. Ich habe nur gelernt. Und wenn ich dann alle 5 Intros hatte, kam ich wieder nach Hause in meine Wohnung und da lagen schon wieder 5 Bücher. Und das war mir auf die Dauer einfach zu viel. Und das Zweite war die Art. Du bist in Amerika, wir reden von Fernsehen. Mhm. Spielfilme habe ich zwar gemacht, amerikanisch, aber die habe ich in Europa gedreht. Mhm. Also es war immer eine andere Situation. Aber Fernsehen in Amerika ist gnadenlos. Wenn du da kein Name bist, dann wirst du behandelt wie Dreck. Ich war ein Name, weil ich natürlich durch den Stauffenberg Image hatte. Das wussten die Leute. Die Leute haben gesagt, Hi Stauffi, how are you? Ach so, hat sich das so lange getragen? Ja, es war irrsinnig erfolgreich. Ja, ja. Why didn't the bomb go off? Und so, und weißt du, so was. Aber als Beispiel, wir hatten abends, wenn du nach Hause gingst, guckst du auf die Dispo und da stand drauf, Mr. Smith hat morgen Regie. Mhm. Und dann gehst du und kommst morgens um 6 Uhr zum Blocking, also zur Stellprobe, und dann ist nicht Mr. Smith da, sondern ein völlig anderer Regisseur. Und du siehst plötzlich, wie Mr. Smith kommt und sieht, dass da ein anderer Regisseur ist, dann wusste er, ich bin gefeuert. Man hatte ihm das nicht mal gesagt. Ach so. So ist das System dort. Mhm. Knallhart. Die Produzenten sitzen in New York und sehen die Folge, also das Geld, sagen die, sitzt in New York. Und die Folge läuft in New York, ich weiß nicht, was der Zeitunterschied ist, 6 Stunden irgendwas, läuft 6 Stunden vorher. Das heißt, bevor du deine Folge gesehen hast in Los Angeles, bist du eigentlich schon gefeuert. Ohne es zu wissen. Ohne es zu wissen. Die kleineren Rollen wurden behandelt unfassbar. Ich weiß, dass Lisa Snedeker hieß die. Die war im Castingbüro und da war ein älterer Castingdirektor, der hatte gemacht sogar Outside of Africa besetzt, also richtig große Sachen, Meryl Streep und so Sachen. Die Lisa hat mir erzählt, der kam ins Büro und da lag auf seinem Schreibtisch ein Brief. Er soll bitte seinen Schreibtisch räumen, am nächsten Tag käme ein anderer Castingdirektor. Wahrscheinlich noch ohne Begründung. So möchte ich nicht leben, ja, das möchte ich nicht. Das ist einfach, ich mag meinen Beruf, aber für meinen Beruf lasse ich nicht meinen Charakter an. Das geht einfach nicht. Dann war eine deutsche Heidi, die hat die Scripts immer getippt. Und die hatte irgendwie so eine Frauengeschichte und hätte eigentlich ins Krankenhaus gemusst für eine Woche. Er hat gesagt, das kann ich nicht, sonst ist mein Job weg. Was ist denn das für ein Scheiß? Das geht gar nicht. Und ich hoffe, dass wir hier in Europa nicht so werden. Die Gefahr besteht, dass wir vielleicht mal so werden. Ich hoffe nicht, das ist einfach. Natürlich werden nur tolle Sachen gemacht. Ich bin dann auch zum Casting. Ich hatte dann ein Casting für eine Rolle und ging dorthin. Du sagst nämlich zu viel Labern. Nein, gerne. Und ging dorthin im T-Shirt, ist ja heiß in Los Angeles, ne? Mit T-Shirt und Turnschuhen, ohne Socken, ja, unter zerrissenen Blue Jeans. Und ich komme da in diesen, das Casting ist da drüben, setzen Sie sich hin, da sind dann die anderen Kollegen, die auch zum Casting da sind. Hm. Und ich mache die Tür auf und da sitzen auf dem Gang 20 Scaldimons. 20 Scaldimons. Also auch alle die gleicher Typ. Alle mein Typ im Smoking oder im dunklen Anzug, ich mit T-Shirt. Dachte ich, ach du Scheiße, das ist ja ganz anders als bei uns in Deutschland. Mhm. Oder in England, wir haben in England gedreht. Lange Rede, kurzer Sinn. Dann gehst du da rein und liest halt deine 5 Zeilen, die du da hast. Und da sitzen dann Regisseur, da sitzen 5, 6 Leute, weißt du gar nicht, wer die alle sind.
Und gehst dann nach Hause und dein Anrufbeantworter blinkt das Licht. Denkst du, oh gut, was ist denn das? Du hast einen Recall, du darfst nochmal hin. Sag ich, geil, habe ich die Rolle jetzt schon? Gehst hin, sitzen keine 20 Skadimos, 18 Skadimos. Man muss immer wieder kommen. Immer wieder kommen. Und dann waren, glaube ich, nur noch drei übrig. Und ich habe immer die gleichen, du liest dir immer die gleichen fünf Sätze. Ach so. Immer die gleichen fünf Sätze. Wo man auch sagen könnte, da könnte man sich die aufschreiben. Ich sage, warum entscheiden Sie das nicht? Oder zeichnen das auf und entscheiden das dann für sich alleine. Mhm. Mhm. Musst immer hin. Und dann habe ich gesagt, wann fängt ihr denn an zu drehen? Morgen. Und ich gesagt, nee. Das war für mich die Entscheidung, ich möchte wieder nach Hause. Und ich weiß, dass ich dann zurückflog. Pan Am gab es da, glaube ich, noch. Pan America. Pan Am. Und landete in München noch am alten Flughafen. Mhm. Und mein Gepäck war natürlich wieder nicht da. Klar, Holzklasse. Ja. Und ich ging, da ist gegenüber so ein Wienerwald, kann man auch jagen. Und es nieselte. Und an der Wand hing so eine Zeitung mit der Abendzeitung drin. Und ich bestellte mir ein Nusshörnchen mit einer Tasse Kaffee und las die Zeitung, guckte raus. Nebelschwaden, ja. Nieselregen. Und ich dachte mir, oh mein Gott, ist das gemütlich. Ja, willkommen zu Hause, kann man ja sagen. Ne? Ja. Ja, und ich habe es gehabt. Ich hatte diesen Traum. Ich durfte dort auch drehen. Ich habe ja noch ein paar amerikanische Filme gemacht. Mhm. Aber ich möchte nicht da leben. Mhm. Ich bin sehr zufrieden hier. Als du eben so diese Arbeitsweise und das Pensum aus dieser General Hospital-Serie angesprochen hast, deshalb denke ich mal gedanklich direkt so an deutsche Telenovelas. Mhm. Vielleicht eine andere Arbeitsatmosphäre, aber vom reinen Spielzeit, von der reinen Spielzeit ist das ja vergleichbar. Mhm. Geht da sehr viel von der Qualität verloren, die man eigentlich rausholen könnte? Oder gewöhnt man sich mit der Zeit an, abzuliefern auf den Punkt? Ich glaube nicht, weil ich habe mir mal jetzt Corona-Zeit, den ganzen Tag hängt man rum. Wir Künstler sind ja eigentlich in Quarantäne. Ja. Der Staat kümmert sich ja überhaupt nicht nur um uns. Ja. Das ist eine Katastrophe. Und das wird auch immer schlimmer. Also da und ich gucke dann manchmal so hier unsere Novelas und ich muss sagen, die sind teilweise richtig gut. Mhm. Auch die Schauspieler sind richtig gut und hübsch. Als ich anfing in diesem Beruf, war ja gut aussehen eher die Pest. Da wurde weder, du sahst ja, Entschuldigung, das kann man, jetzt ecke ich bestimmt an, aber du sahst wenig wirklich gut aussehende Frauen und schon gar wenig gut aussehende Männer. Nein, ich finde den Standard hier bei uns schon ziemlich gut, ziemlich hoch. Mhm. Wird mir auch oft angeboten, aber das möchte ich nicht mehr machen. Also nicht, weil ich es schlecht finde, sondern ich will nicht jeden Tag vor der Kamera. Das kann ich verstehen. Das ist mir. Und das ist dann wirklich eine Fabrikarbeit. Ja. Ne? Aber es ist eine gute Fabrik. Also das kann man nicht sagen, dass das schlechte Qualität ist. Was natürlich toll war bei ABC ist, dass jedes Drehbuch einfach sensationell war. Weil natürlich, da sitzen ja an die 20 Leute, die an diesem einen Buch schreiben. Und der Headwriter macht ja nur Striche. Nee, nicht gut, nicht gut, neu und so weiter. Also die Qualität ist natürlich dort schon sehr, sehr hoch. Ich weiß nicht, ob es jetzt bei uns so ist. Früher war es ja, dass der Derek immer von einem geschrieben wurde. Der schrieb ja nun wirklich jede Woche einen Derek. Oder Tatort meistens. Manchmal sieht man jetzt schon zwei, drei Namen. Mhm. Und das finde ich gut, weil der eine kann gut Dialoge schreiben, der andere kann gut andere Sachen schreiben. Das finde ich schon eine gute Idee. Dass man so das Bestmögliche dann als Ergebnis hat. Ne? Ja. Die ganzen Gespräche gehen eigentlich viel, viel länger und nicht nur 15, 20 Minuten. Das weiß man aber nur, wenn man bei www.massengeschmack.tv vorbeiguckt. Da bin ich, da sind meine ganzen Kollegen und dort könnt ihr mal reinklicken. 14 Tage kostenlos testen, das ganze Archiv konsumieren und künftig alle Folgen in ganzer Länge sehen.